Aha. Tja, harter Tag, hm? Gesprengte Shuttles, Unbefugte in der Quarantänezone, ein vermisstes Kind. Du hast ja keine Ahnung. Chewie. Ich kann nicht glauben, dass du ihn noch hast. Wahnsinn, dass er Merkur überlebt hat, gefühlt 1000 Grad da. Und gefühlte 1000 Zyklen her. Du kannst ihn von mir aus behalten. Ist ja deiner. Ich hatte ihm gesagt, dass er auf dich aufpassen soll. Das soll er mal schön weitermachen. Vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast, wie es aussieht. Nachrechnen, nicht nachrechnen. Eine 12-Jährige, die du im Krieg noch nicht hattest. Vor 12 Jahren als Peter. Vier... Als wir dein Schiff aufgegriffen haben, da war ich irgendwie aufgeregt. Also anfangs. Aber du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Kein Stück. Du bist noch genauso. Ich hab mich verändert. Ich zahle die Strafe auf jeden Fall. Gib mir 3 Zyklen. Dann beweise ich dir, dass ich nicht mehr... Such dir aus, wie du den Satz beenden willst. Du willst 7000 Units bezahlen? In 3 Zyklen? Wow, also, okay, das ist eine Menge Geld. Weißt du, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht... Die Strafe ist nicht verhandelbar. Mein Suchtrupp hat eine bedenkliche Menge verbotener Tech gefunden, die lag in deinem Schiff rum. Sonst aber nichts, oder? Okay, okay, du kriegst dein Geld pünktlich, gar kein Problem. Diese Wächter der Galaxienummer, die steht so kurz vor dem großen Durchbruch. Und wenn ich diese blöden Handschellen nicht anhätte, dann würde ich dir zeigen, wie kurz genau wir davor stehen. Das werde ich ganz bestimmt bereuen. Ach komm schon, wann habe ich dich je? Du wirst es nicht bereuen. Doch, wird sie. Ich verspreche es dir. Du hast 3 Zyklen, Peter. Nicht 4, nicht 5, 3. Sag Bescheid, wenn du die Units hast. Und was, wenn nicht? Dann deaktiviert der installierte Chip euer Schiff. Und ihr kommt ins Gefängnis. Verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir müssen einen Weg finden, den Chip auszubauen. Verdammt, Peter! Du solltest die Sache doch regeln. Hab ich doch. 7000 Units, das sind 7000 Units? Das ist eine gewaltige Summe. Wo sollen wir in 3 Zyklen so viel Geld herkriegen? Wir könnten mal wieder eine Bank ausrauben. Okay, wir müssen Strafe zahlen. Und wenn wir das nicht innerhalb von 3 Zyklen hinkriegen, schaltet uns so ein Nova-Tracking-Teil die Triebwerke ab. Aber immerhin sitzen wir nicht in einem Gefangenentransporter. Noch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Klingt doch nach einer Mission. Du bist Drax der Zerstörer, Mann. Du hast Thanos getötet. Heißt es? Haut dich so ein bisschen Bußgeld etwa um? Thanos getötet? Und Gamora, du bist praktisch eine MI6-Agentin, nur schärfer. Und cooler. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jetzt kommt's. Rocket, Mann, du bist ein Genie, der gerissenste Kerl, den ich kenne. Aus wie vielen Gefängnissen bist du schon ausgebrochen? 7. 7. Ich bin Groot. Du bist Groot. Leute, wir sollten doch als Team denken. Wir müssen nur mal eruieren, wie pleite wir wirklich sind und dann einen Plan machen. Checkt mal eure Quartiere. Sucht zwischen den Sofakissen, guckt in der Werkstatt nach. Wenn noch irgendwo Units rumliegen, sammelt sie ein. Keine 7000. Ich durchsuche auch mein Quartier. Na dann. Darum pennt man nicht mit Bullenquill. Jetzt haben sie mir mein Schiff vermint. Mein Schiff. Ja. Kapitel 3, der Preis der Freiheit. Was soll das denn heißen? Es ist allgemein bekannt, dass Naga hamstern. Nüsse, gestohlene Technologie, Units. Okay. Erstens bin ich weder das defekte Übersetzungsgerät kann... Peter Quill sagt dem Naga, dass sein Egoismus uns alle gefährdet. Rocket, wir könnten wirklich jede Unit gebrauchen, die du noch hast. Wie soll ich es euch bloß klar machen? Ich habe keine Units! Schon gut. Glaubst du seine Lügen? Oh, ich lüge nicht.
Warum lässt du mich nicht in Ruhe und nervst jemand anderen? Das werde ich. Ja. Öffne diese Tür. Ich weiß, dass du da drin bist, intelligenter Baum. Ich bin gut. Glaub nicht, dass ich nicht wüsste, was Peter Quill. Befiehl dem Baum, diese Tür zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass der Nager in der Latrine Units versteckt hat. Sicher hat er seinen Komplizen einen Teil abzweigen und vor uns verbergen lassen. Nein, das werde ich nicht tun. Groot hat auch ein Recht auf Privatsphäre. Ja, wir haben keine Zeit für sinnlose Höflichkeit. Ich bin Groot. Groot? Alles okay da drin? Könntest du vielleicht kurz die Tür öffnen? Ist das meine Zahnbürste? Na toll. Jetzt brauche ich eine neue Zahnbürste. Ich bin Groot. Alle Units, die ich finde, gehen direkt an dich. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. Tja, du nimmst die Wo-sind-noch-Units-Geschichte wohl ziemlich ernst, oder? Das ist eine ernste Sache. Ja, ja, verstehe ich total. Keiner von uns will wieder ins Gefängnis. Ich habe keine Angst vor dem Gefängnis. Oh gut, ich nämlich eigentlich auch nicht, quasi. Im Kiln war ich umgeben von Verbrechern, Mördern und Dieben. Das war eine harte Schule. Mördern und Kopfgeldjägern traut man nicht. Okay. Wow. Und an die eigene Nase hast du dir schon mal gefasst? Die fühlt sich normal an, wieso? Das ist so ein Erdending. Ich meinte, du bist ein verurteilter Massenmörder und ich selbst war Pirat. Wir sind nicht gerade Vorzeigebürger. Du und ich, wir halten Wort. Das kann ich nicht von allen hier behaupten. Vielleicht irrst du dich in ihn, Drax. Aber das weißt du erst, wenn du ihnen eine Chance gibst. Wir werden sehen. Ja. Hey, Gamora. Du sollst doch anklopfen. Was machst du da? Du sollst nach Geld suchen. Hab ich. Und? Ich hab keins. Und was soll das mit den Puppen? Liegt dir was an deinem Leben? Ist das eine Fangfrage? Okay, ja. Prinzipiell hänge ich am Leben. Gut. Dann tu so, als hättest du nichts gesehen und verschwinde. Sehen wir uns in der Lounge? Raus. Claro. Ja. Das sind kleine Units. Warum sieht dieses Ding so böse aus? Hey, wer hat dir erlaubt? Ich gehe auch nicht in deine Kabine und grab dein Zeug an. Was? Du hackst mein Visor und baust eine Anzeigetafel ein, während ich schlafe. Hey, das war was anderes. Ich habe ihn verbessert. Weißt du im Übrigen, dass du schnarchst? Drax ist schon schlimm, aber wow. Quill, damit solltest du zum Arzt gehen. Du klingst wie ein Talk. Ich schnarch gar nicht so laut. Ja, okay. Was ist das überhaupt für ein Ding? Sieht aus wie ein Facehugger aus Metall. Das ist ganz klar eine Wirbelsteuereinheit. Ja, klar, natürlich. Was frage ich auch? Ein Wirbelsteuer-Dingsbums. Also damals auf Halbwelt haben die Kree-Wissenschaftler uns Supersoldaten damit kontrolliert. Sie haben einen fetten roten Knopf gedrückt und zack, Gehorsam eingeschaltet. Heiliger Mist. Rocket. Kriegswissenschaftler, Gespräch beenden, Supersoldaten. Wie viele von euch Supersoldaten waren da auf Halbwelt? Als die Kree anfing, vielleicht so 100. Als ich getürmt bin, nur noch mich und Layla. Sie war die Erste, die die Steuereinheit überlebt hat. Und Layla war auch ein... Was? Ein Waschbär? Oder ein Nicht-Waschbär? Das ist so. Sie hatte Angst vor ihnen und durch die Steuereinheit waren wir gehorsam. Also, ich war gehorsam. Oh, das klingt furchtbar. Unvorstellbar. Also tat ich, was ich am besten kann. Ich schaffte es, die Steuereinheit zu überlasten. Und als die Blauhäute uns rausließen, boom, sprengte ich ein Loch in die Laborwand. Aber wir wussten nicht... Also ich
Wusste nicht, dass das Labor von Wachbots geschützt wurde. Am Sicherheitszaun gab Layla mir Deckung und ich habe die Modulatorfrequenz gehackt. Und als der Zaun sich öffnete, hat sie mich durchgeschoben. Ich habe sie sterben hören. Oh, Rocket. Ist jetzt egal. Vergangen ist vergangen, stimmt's? Und das ist nur eine Erinnerung. Was genau haben die Kree mit dir gemacht? Sie haben mich auseinandergepflückt und immer wieder neu zusammengesetzt. Immer und immer wieder, bis ich dieses halbfertige Ding war, das sie formen und kontrollieren konnten. Oh, Rocket, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja, dass das Kree-Reich verzweifelt war, aber... Stell dir vor, du verlierst jede Kontrolle über deinen Körper. Hast ständige Schmerzen, bist in dir selbst gefangen und tust furchtbar schlimme Dinge. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Diese Steuereinheit hat dafür gesorgt, dass ich tat, was die wollten. Oh ja, ob ich wollte oder nicht. Eine niedliche, kleine, pelzige Killermaschine. Mir war schnell klar, es ist besser, nicht dagegen anzukämpfen. Okay, dann schießen wir das Ding aus der Luftschleuse. Mit einem Mittelfinger groß an die Mistkerle, die es gebastelt haben. Ich bin noch nicht bereit, mich von diesem Teil von mir zu trennen. Vielleicht irgendwann. Bist du wirklich sicher, dass du es behalten willst? Was ist, wenn... Mich kontrolliert? Ich habe vor langer Zeit beschlossen, Quill, dass mich nie wieder irgendwas oder irgendwer kontrolliert. Für mich ist das bloß noch ein nützliches Stück Tech-Schrott mit schlechten Erinnerungen. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, Rocket. Im Ernst. Ich glaube, wir sollten ihn nicht mehr so fernfassen. Kein Wunder, dass Rocket so ist, wie er ist. Tja. Was willst du, Quill? Wenn du Units suchst, geh in deine Kabine. Vielleicht im Lager noch irgendwo. Ah, sieht kaputt aus. Vielleicht kann Rocket... Groot, alte Hütte, ich wollte nur mal nachsehen, ob alles okay ist. Und, danach sieht's, ja, aus. Okay. Ich bin Groot. Mist, dieser Übersetzer ist kaputt. Ich hatte gehofft, er hätte auch Groot im Speicher oder sowas. Ich bin Groot? Dann könnte ich es auf meinen Übersetzer downloaden. Ich würde gern öfter deine Meinung hören, ohne dass sie immer, naja, Rocket gefiltert wird. Ich bin Groot. Ich spare heute bei mir Probleme mit der Übersetzung. Sprich beenden. Wobei, warte mal kurz. Hey, Rocket! Was? Kannst du mal kurz rüberkommen? Was willst du, Quill? Ich bin beschäftigt. Guckst du mal, ob dieser Übersetzer Groots Sprache drauf hat? Hat er nicht. Du hast nicht mal geguckt. Muss ich auch nicht. Das ist billiger Mist ohne Sondersprachenpaket und selbst wenn, wäre da nichts mehr zu machen. Wirklich? Moment, ist auf deinem Übersetzungsimplantat Groots Sprache installiert? Sehe ich etwa aus, als würde ich in Units schwimmen? Nur verflagt reiche Leute können sich so ein Sprachpaket leisten. Dann sprichst du also tatsächlich Groot? Talonisanisch? Ja, spreche ich. Einigermaßen. Ich und Groot waren 10 Jahre lang Kopfgeldjäger, bevor du aufgetaucht bist, Quill. Wenn man so lange zusammenarbeitet, kommt das irgendwann von ganz allein. Ich bin Groot. Du nennst es Missverständnisse, ich sage Interpretationsspielraum. Ich bin Groot. Nichts schief gegangen. Diese Jobs haben wir gar nicht gebraucht. Ihr habt also mit der Zeit gelernt, einander zu verstehen. Gut, es gibt auch ein Wörterbuch, was aber nicht sonderlich hilfreich ist, wenn deine gesamte Sprache klingt wie Ich, Bin und Groot. Es gibt also noch Hoffnung. Ich bin Groot. Naja, ich hatte nicht immer ein Übersetzungsimplantat. Bevor ich die Erde verlassen habe, bin ich mal in Spanisch durchgefallen. Obwohl mir Spanisch auch nichts genützt hätte, bei all dem hier.
Ich bin Groot. Mann, die ersten Jahre. Weißt du, wie schwer es war, sich durchzuschlagen, ohne ein Wort von dem zu verstehen, was die Leute reden? Die Hälfte der Sprachen hier klingt wie ein weißes Rauschen, kranke Vögel oder ledierte Theremins. Ich will gar nicht wissen, wie Rocket in Wirklichkeit klingt. Glaub mir, das Fernsehen hat mich auf die Realität im Weltraum kein Stück vorbereitet. Ich bin Groot? Ehrlich, Mann. Du kannst froh sein, dass du Rocket hast. Ich meine, ich weiß, wie das ist, von Leuten umgeben zu sein, die einen alle nicht verstehen. Dabei kann man sich ziemlich einsam vorkommen. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Und das warst du doch bestimmt auch. Also vor Rocket und uns. Ich bin... Groot. Ich sag das wahrscheinlich viel zu selten. Aber du bist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Ich kann mir die Gärtner der Galaxie ohne Groot gar nicht vorstellen. Und wer weiß, falls es deine Sprache für dieses Ding gibt und Rocket sie irgendwie runterladen oder hacken kann, Ich bin Groot. Es wäre schön, endlich mit dir reden zu können. Also richtig, schön, dass wir drüber geredet haben. Ich bin Groot. Großartig! Cool! Slama. Gut, dass wir das versteckt haben. Keine Units hier. Nach Lama-Atem. Nichts drin hier. Echt jetzt, Quill. Wenn du über Gefühle sprechen willst, bist du hier falsch. Jetzt schon jemand den Kühlschrank wieder auf. Leute, vergesst nicht, den Kühlschrank zu schließen. Wird gemacht, Mom Lord. Dein Quartier, ja klar, aber... Ah, die Musik, die nicht läuft. Starke Songs! Dein blindes Vertrauen zu den anderen verwirrt mich. Ich werde darüber nachdenken. Sieht nicht nach einem Unit aus. Fokus. So, so, so. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich? Units? Scheint, wir haben 6.963 Units zu wenig. Wenn wir unser Schiff behalten wollen, Peter Quill. Ja, ich weiß, wir brauchen dringend einen Plan. Dann zieh meinen ersten Vorschlag in Betracht. Oh, nicht schon wieder Fin Feng Foom. Doch, ich schlage vor, wir jagen Fin Feng Foom. Drax, es gibt viel leichter verdiente Kohle. Was kriegt man für Gamoras Kram? Was? Ach,
komm, du stapelst diesen ganzen komischen Schnickschnack, seit du zu uns gekommen bist. Ich meine, erzähl uns nicht, der wäre nichts wert. Die Quarantänezone war immer sie nur lässt uns hängen. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf gar Setz keinen Kurs Fall. Auf das Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfere. Bring uns zu dem Majestät. Leute, ich denke, wir sollten Groot mal zuhören. Ich bin Groot. Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamora Schnickschnack an Fin Fang Foom verkaufen, das ist brillant. Tja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass Lady Hellbender nur Monster kauft und du bist nun mal leider kein Monster. Ist doch so, er ist der Netteste und... Ich bin Groot. Nein, kannst du nicht. Du bist ein miserabler Schauspieler. Ich bin Groot. Ach ja? Du willst Monster? Dann zeige ich dir Monster. Wow, Leute! Groot, bietest du wirklich an dich... Nein, nein, er bietet hier überhaupt nichts an, okay? Es könnte funktionieren. Groot verkaufen? Danach könnten wir ihn wieder raushauen. Absurd. Die Lady will etwas, das ein Monster in sich trägt. Der hässliche Zwerg da wäre die perfekte Wahl. Er ist gemein, sadistisch, seine Seele ist schmutzig und voller Zorn. Für so einen würde die Monsterkönigin gut bezahlen. Meinst du? Und wie gut? Wie kannst du da mitspielen? Weil ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was er nicht ist. Ich bin Groot. Ich stimme für Groot. Ich bin mir sicher, Lady Hellbender würde ihn kaufen. Ja, von mir aus. Ich stimme für mich, nicht für Groot. Ich stimme auch für das biestige Pelztier. 2-2. Peter? Ach, shit. Ich glaube, Groot wäre überzeugender. Als Monster im traditionellen Sinn. Groot, komm, zuerst mal danke. Und zum Zweiten solltest du wissen, dass wir dich direkt danach wieder rausholen, okay? Ich bin Groot. Dann machen wir es also. Verkaufen wir ein Monster. Das kann ja nur schief gehen. Da fliegen wir nicht ernsthaft rein, oder? Es heißt, das Wetter auf Sacknaf 9 spiegelt stets die Laune seiner Herrscherin. Nein, so ticken Frauen nicht. Das Wetter auch nicht. Außerdem sieht's bestimmt schlimmer aus, als es ist. Da! Das ist Lady Hellbenders Festung. Näher ran, Quill. Ich habe keine Lust, noch ewig zu latschen. Ja, kein Problem. Du fliegst in die falsche Richtung. Das nennst du Fliegen? Ganz ruhig, Leute. Nur eine kleine Justierung. Kinderspiel. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? So können wir alles ausspähen, bevor wir die Transaktion abschließen. Es sind an die 100 Klicks bis zu ihrer Basis. Ausspähen ist eben mein Ding. Nope, okay. Na dann. Ich wette, wir haben etwas Geld machen können, wenn wir zuerst nach Nowhere geflogen wären. Kannst du bitte aufhören? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wie wär's zur Abwechslung mal mit etwas Optimismus? Die Musik, die nicht funktioniert. Optimismus? Wie denn? Wir sind auf einem irren Sturmplaneten, durchnässt bis auf die Knochen, um bei einem mythischen Kriegsherrn unsere letzte Chance auf Freiheit zu wahren. Herren. Kriegsherrin. Darüber hinaus hat das Nova Corps deine Waffenkiste konfisziert. Ja, das auch. Hatte ich ganz vergessen. Brauchst du eine Umarmung? Nein. Ah, ja.
Wenn wir noch duschen, bevor es losgeht. Es ist immer noch ein Fehler, den Baum zu verkaufen. Ich bin Groot. Ja, das stimmt. Vielleicht bist du der Fehler, Muskelkopf. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, Groot nimmt uns auf den Arm. Er lacht sich einen Ast. Nochmal ein altes Zimmer. Nichts zu übersehen. Ich hoffe, ihr steht auf Spazierengehen, denn das wird jetzt eine Weile dauern. Denkst du, ich bin froh, dass wir so weit von der Festung entfernt gelandet sind? Kopf hoch, Nager. Beruhig dich selbst, du liebst Regen. Du bist eine verflagte Pflanze. Ah, hey, ja. Groot, meinst du könntest einen Schallregenschirm basteln? Ich bin Groot. Ach komm schon, dauert doch nur einen Tick. Ich bin Groot. Mist, du hast recht. Lama. Wir haben keinen Rotokleber mehr. Na dann, auf geht's. Ich bin Groot. Nein, wir sollten nicht gehen, wir müssen. Das ist was anderes. Ich bin Groot. Das ist süß, aber wir wissen beide, dass du kein Geld für einen Regenschirm hast. Es heißt, weiche Körper sind auf Sektnaf 9 nicht lebensfähig. Bin gespannt, wie du dich hältst, Peter Quill. Ja. Natürlich muss es regnen. Hoffentlich ist deine Jacke wasserdicht. Werden wir herausfinden. Okay, geht's weiter. Hab ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Regen hasse? So weit ist Helven das Schloss doch gar nicht weg. Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher, Gab? Das überlegen wir uns dann unterwegs. So alles prima. Da gibt es nichts rauszufinden. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Hellbender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles Händlerkostüm. So was gibt's gar nicht. Und wart ab, die ist die Einzige, die dann reingelassen wird. Wenn einige von uns in Platz als einzige Zentrum. Weniger jammern, mehr marschieren. Hey, Sturmlord, wir laufen doch jetzt nicht ernsthaft da durch. Bei dem Sturm dauert das ewig. Hör auf zu jammern. Die Anstrengung wird deinen Geist stärken. Wenigstens haben wir Zeit, in unserem Verkaufsgespräch zu arbeiten. Wie überzeugt man eine Bestiensammlerin davon, einen Baum? Wir schaffen das. Fallt nicht runter, dann wird alles gut. Korrekt. Wir müssen Lady Helmand das Zorn frontal begegnen. Klingt fast so, als würdest du dir wünschen, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erwarte nicht von einer Shitori-Verräterin. Oh, ein bisschen Zeug. In tieferen Wert davon getötet zu werden? Direkt zu sein, du Kinderausflüchte. Was ist dein Problem? Lady Helmand verachtet Falschheit und Ehrlosigkeit. Dein Ruf ist der Grund, warum sie uns... Drax, Gamora ist im Moment auf unserer Seite. Versuch das zu akzeptieren. Was soll das heißen im Moment? Ich sag, dass du einen Ruf hast und Gamora, Drax ist ganz... Oha. Das war eindeutig zu knapp. Gut gespielt, Lady Hellbender. Wir ziehen es also immer noch durch. Kleiner Blitz. Weiter geht's. Leute, Konzentration! Haltet Ausschau nach den großen Blauen und geht in Deckung, wenn sie einschlagen. Sonst werden wir weggeblasen. Ein sehr guter Tipp. Okay, das könnte gefährlicher sein. So viel dazu. Ich dachte, du lebst für die Gefahr. Ja, Betonung auf Leben. Wenn irgendeiner von euch abfällt, dann gehe ich wieder zum Schiff. Okay, da geht's nicht lang. Das ist heftig. Nicht schon wieder! Das ist ein ganz mieser Vorschlag. Na komm. Kann es sein, dass die versucht uns zu treffen? Hast du denn was mit der gehabt? Im Leben nicht. Na komm. Rüber hier. Holy shit.
Das lief nicht ganz so gut. Sind alle noch ganz? Wir hätten nach Maklu 4 fliegen sollen. Hey, seht mal das alte Widerstandsschiff. Durchlöchert wie ein Sieb. Das sollte wahrscheinlich sein. Wir waren keine Freunde. Leute? Ich weiß nicht. Sternen in einem Schleim. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Ich wäre vorsichtig, Naga. Ich habe schon die verflagte Halbwelt überlebt, da habe ich doch keine Angst vor. Es ist nicht allein. Achtung! Sieht gefährlich aus. She said